Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich ein Spiel vorstellen, was ich für den C64 geschrieben habe. Einfach weil ich glaube, dass es nützlich ist, das vorzustellen, wenn man möchte, dass das jemand spielt, weil es nicht ganz selbsterklärend ist. Es ist halt kein Diana Sisters oder sowas, wo man weiß, oh, hier muss ich hüpfen oder hier muss ich schießen oder sowas, sondern es ist so ein Deck-Building-Card-Game. Und ich verstehe die immer nicht, muss ich sagen. Also ich habe ein Problem mit diesen Spielen. Ich bin da nicht gut drin im Normalfall. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, so knapp 200 Stunden Witcher 3 gespielt. Ich habe das zweimal komplett mit Add-ons und allem durchgespielt. Also auf dem PC, ne, dieses Rollenspiel, wer es nicht kennt. Aber ich habe nie dieses Gwent-Kartenspiel darin verstanden. Ich habe es mehrfach versucht, ich kapiere nicht, was die von mir wollen. Ist mir echt nicht klar. Aber naja, ich bin da irgendwie nicht so für gemacht. Ich habe aber auf der anderen Seite von einem Kumpel zum Geburtstag mal so einen Gutschein für Inscription gekriegt. Und Inscription ist ein, ja, für verschiedene Plattformen, PC, Konsolen und so verfügbares, modernes Spiel mit allem Möglichen noch drin. Also das hat noch viel mehr, hat noch so Rollenspielelement und sowas. Aber im Kern ist es so ein, ja, wo man halt mit verschiedenen Kartensätzen gegeneinander antritt. Also sprich der Spieler gegen den Computer. Das hat mir gut gefallen, weil das auch da ein bisschen Variation und so ein bisschen so einen Twist reinbringt. Und dieses Moscription ist, ja, wie der Name schon sagt, daran angelehnt und ist so ein bisschen so eine vereinfachte Form des Ganzen. Ja, wollte ich einfach mal demonstrieren, wie man das spielt. Dann habe ich ein Video und ihr habt was zu gucken und vielleicht fällt es dem einen oder anderen ja. Muss man gucken. Nicht abschrecken lassen davon, dass es am Anfang ein bisschen unübersichtlich wirkt. Ich erkläre es, ich versuche es zu erklären. Das hier ist das Titelbild, ist mit einer KI generiert. Für sowas ist die echt immer ganz cool. So, drücken wir mal eine Taste und dann geht's los. Ich zeichne das hier vom Emulator auf und zeichne auch den Mauszeiger mit auf. Deswegen sieht man halt hier, wo ich drauf zeige. Das ist, glaube ich, ganz nützlich. Wir haben hier das Spielfeld. Das ist dieser Bereich hier, der große. Hier unten sind die vier Slots, die man als Spieler zur Verfügung hat. Hier oben, also hier in der Mitte quasi, sind die vier Slots, gegen die man antritt. An Computerkarten und hier oben sind die Computerkarten, die nachrücken. Das Spiel ist nicht symmetrisch, das heißt, für einen selber gelten andere Regeln als für den Computer. Man hat zum Beispiel nur diese vier Slots hier und der Computer hat diese acht. Der kann mit denen hier oben nichts machen, also die rücken halt nur nach, aber man sieht sie eben schon. Man selber hat diese Ressourcen hier, der Computer hat die nicht, der interessiert sich nicht dafür. Das ist wie bei Inscription auch. Also, das ist daran angelehnt, dass das ein asymmetrisches Spiel ist. Zu den Ressourcen sage ich gleich noch was. Das ist die Punkteanzeige. Die geht hier ins Grüne, wenn man selber Punkte macht. Die geht hier ins Rote, wenn der Computer Punkte macht. Punkte gibt es immer, wenn eine Karte einen Bereich angreift auf dem Spielfeld, auf dem sonst keine Karte ist. Also, man kann Karten schlagen, indem man sie angreift. Dafür gibt es hier aber keine Punkte. Es gibt nur Punkte, wenn man sozusagen einen leeren Bereich trifft. Oder wenn man eine Karte trifft mit einem Angriffswert, der höher ist als der Lebenspunktewert der Karte noch ist, dann schlägt der Rest sozusagen auf, ja, aufs Nichts durch und das gibt dann auch hier Punkte. Werden wir gleich im Detail sehen. Ich zeige hier mal nochmal, was sonst noch so da ist. Also wir haben hier, das ist die Hand sozusagen, das, was der Spieler im Moment, also man selber, zur Verfügung hat. Das ist hier, kann man mit den Cursor-Tasten oder mit WASD, beziehungsweise in dem Fall halt mit W und S durchblättern. Hat man hier den Vogel und den Hamster. Ich sage da gleich noch was zu, was da was ist. Und hier unten sind die einzelnen Stapel, von denen man ziehen kann. Es gibt den endlosen Hamsterstapel, die kann man immer ziehen. Und es gibt hier das eigene Deck, da sind noch sechs Karten drin. Und da kann man hier mit 1 oder mit 2 von dem einen oder anderen ziehen, muss man sich aussuchen, was man da machen will. So, zu den Karten selber. Die haben immer ein Symbol, was sie sind. Das hier ist jetzt der Vogel zum Beispiel. Die haben Kosten. Das heißt, der Vogel kostet 2 Blut. Sie können auch Knochen kosten. Das ist das hier. Also hier sieht man, wie viel Knochen man hat. Hier sieht man, wie viel Blut man hat. Zu den Unterschieden sage ich gleich was. Und wenn man sich jetzt den Hamster anguckt, sieht man, der kostet gar nichts. Das heißt, man kann den immer ziehen. Der kostet gar nichts. Aber der kann halt auch nichts. Denn wir haben hier den Angriffswert. Hamster hat 0 und er hat einen Lebenspunkt. Also die schwächste Karte, die es gibt. Trotzdem eine sehr wichtige Karte. Kommen wir gleich zu, warum. Wenn wir jetzt den Vogel angucken, sehen wir, der hat einen Angriffswert, 2 Lebenspunkte und er hat hier noch ein Zeichen, das ist ein Flügel, das heißt, das ist eine Lufteinheit. In dem Fall ist es zum Beispiel so, eine Lufteinheit kann keine Wassereinheiten angreifen und eine Wassereinheit kann keine Lufteinheiten angreifen. Das ist sozusagen der Unterschied, beziehungsweise das ist die Eigenschaft des Zeichens nicht, der Unterschied ist falsch. Da gibt es unterschiedliche Zeichen. Hier zum Beispiel haben wir den Totenkopf. Der Totenkopf besagt, diese Karte kann ein freies Feld beliebig oft angreifen, das ist kein Problem, aber wenn sie eine gegnerische Karte angreift, stirbt sie sofort auch. Also die Zeichen sind nicht immer positiv, aber
Sie haben sie halt, und das ist auch immer, der Vogel hat immer den Flügel, und der Wurm ist das hier, der hat immer den Totenkopf, das ändert sich nicht. Man kann H drücken, im Prinzip jederzeit, und kriegt dann hier so eine englischsprachige Hilfe. Wenn man da ein bisschen durchklickert, dann hat man hier auch eine Liste der einzelnen Zeichen. Es gibt diese Zeichen. Ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, das werden wir dann im Spiel ein bisschen sehen. Jetzt ziehen wir erstmal einen Hamster. Ich habe 1 gedrückt, damit ziehen wir einen Hamster. Und wir wollen ja irgendwas aufs Feld bringen, wir haben aber null Ressourcen. Aber wir können Hamster draufsetzen, weil die kosten ja nichts. Und davon haben wir 2. Jetzt wollen wir aber gerne den Vogel dahin setzen. Das heißt, wir müssen die Hamster opfern. Das ist so ein Kernelement des Spiels, dass man Karten opfert, um andere hinzubauen. Vorzugsweise Hamster, aber man kann auch diese opfern, wenn man sie denn hier hat. Also irgendwelche anderen Karten. Nicht jetzt explizit den Vogel, sondern irgendwelche. Und man bekommt, wenn ich jetzt hier 1 drücke zum Opfern des Hamsters, immer ein Blut und ein Knochen für jedes Opfer. Unabhängig davon, was das für eine Karte ist. Es gibt Karten, die geben mehr Blut und mehr Knochen, aber das sind dann hier spezielle Zeichen. Bei den normalen Karten, so wie hier mit dem Flügel oder hier ohne, ist es immer 1-1. Die Knochen überdauern die Runden. Das heißt, solange man die nicht ausgibt, hat man die. Die bekommt man auch, wenn die eigene Karte geschlagen wird. Das heißt, wenn der Wurm jetzt den Hamster schlagen würde, würde ich auch einen Knochen bekommen. Blutstropfen bekomme ich nur, indem ich hier opfer, und sie sind nur in dieser Runde verfügbar. Das heißt, wenn ich die jetzt nicht ausgebe, meine 2 Blutstropfen sind in der nächsten Runde weg. Ich gebe sie aber aus. Ich platziere jetzt den Vogel und setze den dem Wurm gegenüber. Der Spieler schlägt immer zuerst. Und dadurch, dass da noch keine gegnerische Karte war, habe ich ins Leere geschlagen, und das gibt mir einen Punkt. Und jetzt habe ich 2 Knochen noch, weil ich ja die Hamster geopfert habe. Und wie gesagt, die Knochen überdauern, die Blutstropfen tun es eben nicht. Jetzt ist die Frage, was ziehe ich? Der Wurm ist keine große Bedrohung, der verschwindet gleich. Also kann ich mir es leisten, einfach noch einen Hamster zu ziehen, damit ich vielleicht demnächst mehr bauen kann. Das ist eine Karte, die schiebt alle anderen in der nächsten Runde einen nach rechts. Oder eben entsprechend sich selbst. Jetzt hier steht sonst nichts, aber da muss man halt mit rechnen. Man muss das mit einkalkulieren. Machen wir nochmal einen Hamster, damit wir ein bisschen Vorrat haben. Na, man sieht es, die bewegt sich nach unten, bewegt sich nach da. Das ist der Tiger, nebenbei bemerkt. Skarabäus. Der Skarabäus, das hat dieses Recycling-Zeichen. Das heißt, er landet, nachdem er geschlagen wurde, wieder zurück hier im eigenen Deck. Das eigene Deck füllt sich am Ende der Runde immer wieder auf mit den Karten, die da vorher drin waren. Die sind übrigens zufällig, am Anfang des Spiels werden die zufällig errechnet. Und der Skarabäus hat halt die Eigenschaft, der recycelt sich. Das heißt, wenn der geschlagen wird, landet er wieder da drin. Man kann den also immer wieder ziehen. Der ist nicht zwangsläufig oben, aber man kann ihn immer wieder ziehen. Wir können ihn mal einsetzen. Ja, wo setzen wir ihn hin? Wir schlagen einfach so lange auf den Tiger drauf, bis er dann hoffentlich irgendwann platt ist. Jetzt kommt das, dann kommt das, dann wird der Tiger schießen, dann bewegt er sich ein nach da. Also was heißt schießen? Schlagen, und dann bewegt er sich nach da, weil er eben dieses Drück zur Seite Zeichen hat. In der nächsten Runde schlagen wir wieder auf den Tiger. Der Tiger schlägt uns und er bewegt sich einen nach da. Das können wir nutzen noch für einen Hamster. Haben wir 3 Hamster. Man kann die Hamster auch als Puffer setzen. Also ich könnte jetzt auch sagen, ich setze den Hamster unter den Tiger. Dann muss er erstmal den Hamster wegmachen. Das kostet ihn einen Angriffspunkt, sodass nur noch ein Angriffspunkt durchschlägt quasi und ihm Punkte gibt. Ist auch so eine taktische Überlegung, kann man machen. Wir ziehen jetzt einfach mal hier. Ah, das ist eine gute Sache. Das ist der Steinbock. Der Steinbock greift mit 2 an, hat 2 Lebenspunkte und hat diese Spitz. Nee, hier, was ist das? So eine Forke, so eine Mistgabel. Und das heißt, er wehrt sich. Das heißt, wenn er angegriffen wird, obwohl er nicht dran ist, schlägt er mit einem Hitpoint zurück. 3 Blut kriegen wir zusammen, indem wir die Hamster hier drauf packen. Man kann die Hamster auch sukzessive opfern. Man muss das nicht jetzt, ich muss den Hamster jetzt nicht hier hinpacken, ich kann jetzt auch sagen, den und den. Dann packe ich den neuen Hamster dahin, dann den opfern, und jetzt habe ich 3 Blut zur Verfügung, und dann kann ich meinen Steinbock dahin setzen. Und damit ist der Tiger weg. Ganz cool. Mal gucken, vielleicht kriegen wir mal eine Knochenkarte. Ne, wir kriegen das Nashorn. Das Nashorn ist natürlich auch ein Brett. Ist wie der Tiger, drückt nur in die andere Richtung. Ist nicht ganz so stabil. Kostet 4 Blutstropfen, haben wir nicht. Aber wenn wir sie hätten, wäre es nicht schlecht. Aber auch so ist es schon nicht schlecht, weil im ersten Level ist der Computer noch nicht besonders aktiv. Wir können hier nur einen Hamster hinsetzen zum Blocken. Damit blocken wir quasi den Angriff des Fisches. Dann ist aber natürlich der Hamster weg. Aber er kriegt dafür keine Punkte. Und dann können wir hier den Skarabäus wieder hinsetzen. Der greift den Fisch an, wir greifen da an. Sieht ganz gut aus soweit. Wir haben gewonnen.
Gewonnen hat man halt, wenn man hier 8 Punkte mehr hat als der Gegner. Also wenn man hier in der Überzahl um 8 Punkte ist. Jetzt kommt eine Auswahl. Jetzt kann ich mein eigenes Deck anreichern um eine dieser Karten. Die Auswahl dieser Karten ist entweder sind das die oder zwei aus denen, die hier auf dem Brett sind, vom Computer jetzt. Oder wenn das nicht genug sind, weil der Computer da weniger als zwei hat, dann ist es zufällig irgendeine andere. Jetzt die Frage, was nehmen wir da? Der Tiger ist natürlich gut, ist aber natürlich auch ziemlich teuer. Ja, wenn wir das hier im Vergleich zum Nashorn haben, ist das genauso teuer. Nehmen wir den Fisch, den können wir uns eher leisten. Oh, der Computer spielt den Elch. Der Elch hat nur einen Angriff, schießt aber, oder schießt, sag mal, schießt, aber schlägt in zwei Richtungen, nämlich nach links und nach rechts. Aber das ist nicht so schlimm. Ups, das war nicht das, was ich wollte. Weil wir ja den Vogel hinsetzen können und den kann er nicht angreifen, weil er direkt unter sich nicht schießt. Schlägt, soll ich sagen, mal schießt. Also man sieht jetzt auch gleich nochmal. Ja, aber das haut natürlich schon rein. Hier unten haben wir jetzt eine 7, das heißt, wir haben jetzt eine Karte mehr auf dem Deck, weil wir ja in der vorhergehenden Runde eine gezogen haben. Ja, machen wir nochmal einen Hamster. Der Hamster da ist jetzt weg. Der Elch haut rein. Das heißt, wir sehen hier, der Computer ist im Moment hier auf der Gewinnerstraße. Der Computer spielt jetzt hier diese Karte, die bringt ihm gar nichts, weil er nicht mit diesen Ressourcen handeln muss. Aber er hat sie halt. Die gibt, wenn man sie opfert, 3 Blutstropfen statt einem. Ansonsten macht die nichts. Sie hat keinen Angriffsfaktor und hat hier auch stattdessen eben einfach 5 Hitpoints, damit sie stabil ist. Das ist die Leiche. Sieht man jetzt hier nicht so gut. Sieht man, glaube ich, generell nicht so gut, aber es ist die Leiche. So, was ziehen wir? Ziehen wir das? Ah, Steinbock. Nicht schlecht, aber wir haben keine 3 Blut. Aber wir könnten Folgendes machen. Wir ziehen einen Hamster. Zeige ich das auch mal. Setzen diese Hamster hier hin, opfern die. Kein Problem. Und jetzt opfern wir den Vogel. Das ist zwar ein bisschen schade, aber der Steinbock ist halt viel besser. Und setzen stattdessen den Steinbock. Ah, und jetzt hat der Steinbock, weil er diese Mistgabel hier hat, sich halt gegen die Schildkröte gewehrt. Der Vogel. Jetzt spielt er auch den Steinbock. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber so kriegen wir schon irgendwie in den Griff, denke ich. Hoffe ich. Diese Karte ist für ihn jetzt hier nutzlos. Solange wir die nicht angreifen, kann er hier nichts weiter spielen. Eigentlich ist das ganz gut für uns. Da blockt er halt sich selbst sozusagen aus. Jetzt ist die Frage, wo setzen wir den Vogel hin? Lassen wir den gegen den Steinbock antreten? Das schafft er nicht in einem Zug. Oder setzen wir den daneben? Dann macht zwar der Steinbock immer Punkte, aber wir machen mehr, weil wir haben einen Steinbock und den Vogel. Das heißt, wir haben quasi immer einen Punkt mehr als der Computer, jedenfalls im Moment noch. Solange er nichts anderes spielt. Jetzt spielt er was anderes. Fisch. Ich hatte jetzt auf eine Knochenkarte gehofft, weil ich habe 8 Knochen. Das mache ich jetzt einfach mal durch hier. Ich hoffe, ich kriege eine Knochenkarte. Ja, ich kriege die Kröte. Kröte kostet 3 Knochen, hat 2 Lebenspunkte, ist eine Recycling-Karte, das heißt, landet wieder im Deck, hat einen Angriffspunkt. Ist nicht berühmt, die Kröte, aber ja, besser als nichts und Knochen haben wir ja genug. Ich würde sagen, wir setzen die mal hier hin, weil das kriegt sie nicht platt, aber den kriegt sie platt und danach, vielleicht war das nicht so schlau, weil das jetzt 5 Runden dauert. Mal gucken. Aber wir sind immer noch um einen Punkt im Vorsprung, also vielleicht passt es so. Wir puffern mal hier, so dass der nur mit einem durchhaut, weil 2 Angriff, 1 Lebenspunkt. Das heißt, er kriegt hier nur noch einen Punkt. Das könnten wir jetzt so weitermachen, aber machen wir nicht. Das ist der Stier, der ist super, aber 4 Blut haben wir. Naja, mal gucken. Vielleicht kommt es noch dazu, dass wir den einsetzen. Ja, das kriegen wir hin. So, jetzt packen wir den Hamster da rein und opfern einfach alle. Bisschen schade, aber dafür können wir den Stier bauen. Und der Stier, der haut halt gut rein. Den setzen wir hier hin. Er greift in alle Richtungen an mit jeweils 2. Zack, zack. Gut, der kassiert jetzt einen vom Steinbock, aber das macht nichts. Und ich würde sagen, da müssen wir jetzt eigentlich gar nichts mehr machen.
Dann müssen wir nur noch eine Runde überleben und das tun wir. Und damit ist das Thema durch und wir haben diese Runde gewonnen. Jetzt kann ich wieder eine Bonuskarte aussuchen. Das ist entweder die Leiche oder die Ratte. Nehmen wir mal die Leiche. Leiche ist ganz nützlich. Wenn man halt gerade viele Knochen und kein Blut hat, dann kann man damit ganz praktisch tauschen. Auf dem Spielfeld selber, ist sie eigentlich nutzlos. So, dann spielen wir hier wieder Wasser gegen Flugeinheit. Dann ist das wieder so ein Nullsummenspiel. Da ist wieder ein Wolf. Das heißt, der wandelt sich ja in irgendetwas. Wenn er geschlagen wird, solange er nicht geschlagen wird, steht er da halt rum und hat null Angriff. Ganz praktisch. Der juckt uns nicht. Und hier passiert halt auch nichts. Sie können sich gegenseitig nicht behaken. Also können wir erstmal noch in aller Ruhe Hamster sammeln. Hey, kommt noch ein Wolf. Ach komm, das läuft doch hier ganz gut. Weil an den Stellen kann der halt nichts machen letztendlich. Weil solange wir die Wölfe nicht schlagen, passiert da nichts. Das ist echt gut. Wir können jetzt hier Hamster horten. Oh, jetzt kommt mal ein Vogel. Komm, einen Hamster horten wir noch. Dann haben wir fünf Hamster. Egal was jetzt kommt, wir können es bauen. Außer es ist eine Knochenkarte. Es ist ein Fisch. Das ist natürlich jetzt nicht so der Brüller. Machen wir nicht. Warten wir noch mal eine Runde. Computer ist uns jetzt zwar voraus mit 2 Punkten, also insgesamt, der steht auf diese Wölfe. Find der ganz toll. Der Stier. Hahaha. Gut. Dann ein Hamster. Noch ein Hamster. Tauschen. Noch ein Hamster. Noch ein Hamster. Jetzt müssen wir überlegen, wo wir den hin tun, den Stier. Also am besten nicht an den Rand, weil dann verschenkt man quasi einen Point, also eine Angriffsrichtung. Ja, machen wir eine dahin. Schauen wir mal, wie es läuft. Jetzt hat der sich gewandelt wieder in einen Wolf. Das habe ich bisher auch noch nicht gesehen, aber möglich ist es halt. Jetzt können wir den Fisch einsetzen, wo wir ihn halt haben. Können wir mit dem Fisch den Vogel sozusagen wieder so eine Pattsituation herstellen. Jetzt hat er eine Schildkröte draus gemacht. Ja, das sieht eigentlich, na gut, das ist ein bisschen ein Problem ja mit der Schildkröte, weil die schafft es tatsächlich, den Stier platt zu machen. Kommt mal was mit. Ja. Eigentlich hätte das besser laufen können. Hat es aber nicht. Der Stier schlägt jetzt die Schildkröte. Und die auch. Und damit ist es ganz gut. Weil jetzt haut der Stier halt voll durch. Jetzt steht ihm nichts mehr im Weg. Und damit haben wir 8 Punkte eingesackt. Haben wir immer noch nicht gewonnen. Aber es müsste jetzt passieren. Ja, genau. Ja, okay, gut, dabei wollen wir es belassen. Ich will jetzt ja hier auch kein Langweilen mit Karten spielen. Ziehen wir hier nochmal den Wolf. Das ist das Spiel, so funktioniert es. Das spielt sich im Prinzip endlos. Also, wenn man verliert, dann ist man immer quasi auf dem gleichen Level, macht man dann mit dem gleichen Deck nochmal weiter. Apropos Deck, wir haben jetzt hier schon 9 Karten drin. Und wenn man gewinnt, dann spielt man halt gegen etwas stärkeren KI-Gegner. Und das ist im Prinzip alles. Aber ja, ist halt meine Variante, so eine einfache Variante von diesem Inscription. Ist wie immer alle meine Programme kompiliert das Basic mit meinem eigenen Compiler kompiliert. Vielleicht hat der ein oder andere ja Bock auf diese Kartenspiele. Ist ein bisschen was anderes mal als immer irgendwie, keine Ahnung, Action und Jump and Run. Ja, wer es mag, kann es ja gerne mal ausprobieren. Und wer es nicht mag, der lässt es halt bleiben. Gut, ich bedanke mich und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.